Hallihallo, du lieber Schütze, und herzlich willkommen hier bei mir und bei diesem wunderbaren Juni-Reading. Ich schaue mir jetzt mit dir an, mit dem Rat der Hohepriesterin, was so im Juni jetzt auf dich wartet, um was es so geht. Was du vielleicht für dich noch so ein bisschen mehr in den Schwung bringen darfst oder mehr fühlen darfst, mehr sehen darfst. Ein bisschen so sind da Hinweise drinnen und ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt auf dich wartet. Es ist die Zeit für Veränderung auf jeden Fall. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidungen vor dir her. Ja? Eine Botschaft sucht bereits den Weg zu dir und lebe leicht und spielerisch mehr, in dem Fall mehr Freude, mehr Begeisterung ist einfach mehr. Ja? Trau dich hier wirklich aus dem Vollen zu schöpfen und dir dein eigenes Fundament zu bauen, dein eigenes wunderschönes Feenreich quasi in dir selbst zu bauen mit der neuen, mit der Vollendung, wo du in Stabilität eintauchst, wo du in verändernde Stabilität eintauchst. Das heißt, wo du beginnst, wirklich zu spielen, leicht, einfach zu sein, ja, dich zu trauen, für dich zu entscheiden und aus diesem Kämpferischen herausgehst, wo du immer wieder so in einer zurückhaltenden Machtkonfrontation drinnen stehst. Ja, einmal vor, einmal zurück, einmal vor, einmal zurück. Ja, also dieses Hin und Her, ja, hoch, runter. Ja, ich sage immer vorwärts, rückwärts, seitwärts. Deswegen gibt es Selbstwärts die Marke von mir, wo man lernt, wirklich in sich einzutauchen und aus sich heraus Feuer, Lebensfreude, Leidenschaft zu schöpfen, weil mehr an dem ist einfach mehr. Nicht weniger ist mehr, sondern mehr von Lebensfreude, von Träumerischen, von Fantasie, von ich gehe jetzt meine Schritte dorthin, ich traue mich wirklich beschwingt und unbeschwert, jetzt einfach wirklich meinen Fokus nach vorne hinzurichten. Und je mehr wir das machen, je mehr wir für uns gehen und stehen, einstehen auch, ja, umso mehr werden die anderen Dinge klein, alle, also ja, weil wir haben die Einsamkeit hier auch drinnen liegen, die Einsamkeit, das Alleinsein, dieses sich gebunden fühlen, abhängig fühlen zu jemanden anderen, ja, immer wieder in der Sehnsucht hängen nach irgendwas, zu Hause ankommen wollen, aber wo, ja, dieses ich will erfüllt stehen, aber was heißt Erfüllung für mich überhaupt, ja, und genau diese ganzen Sachen, die werden jetzt umgeschachtelt im Juni, ja, in dieser Hitze, wo man immer von der Hitze ins Wasser hineintauchen kann, ja, aber einfach auch diese, ja, Schatzi, komm, geh, ja, darfst, ja, aber auch wo man einfach erfahren darf, ja, dass es jetzt wirklich wunderschön ist zu leben, dass man sich trauen darf. Ja. Ich habe ja da auch ein kleines Schützle, ein kleines Schützemännchen hier, das Herr Ciccolinchen, mein Roxy Foxy. Ja. Der hat ja, ist vor 3 Wochen zu mir gekommen und hat ganz viel Angst gehabt, gell? Ganz viel Angst gehabt und war ganz schüchtern. Und jetzt weiß er, was er alles schon haben kann hier, wenn wir rausgehen, wenn wir mit dem Auto fahren, dann weiß er, es gibt jetzt einfach Erleben. Und genau das wünsche ich dir, dieses aus einer Vorsicht, aus einer Angst, aus einer Zurückhaltung, ja, aus irgendeiner Situation heraus, wo du, ja, Schatzi, wo du das Gefühl gehabt hast, die Welt ist vielleicht nicht für dich, ja, dass du das jetzt umdrehst und in die Heilung gehst für dich, indem du erfährst, es geht auch anders, indem du dich ausrichtest jetzt auf dich, auf das, was du wirklich erleben willst, weil das wirst du erleben. Ja, wunder, wunder, wunderschön. So. Und wir kommen jetzt in dein höheres Bestreben quasi, folge dem Ruf deiner Seele und lasse dich von nichts und niemanden aufhalten. Genau so ist es, ja. My voice is here, Stimme wird vom Universum, wird in der Welt gehört, ja. Mit der 15 auch wieder der Befreiungsschlag, mit dem Wolf, mit dem spirituellen Lehrer, mit der Freiheit, mit all der Schönheit, die jetzt zu dir kommen mag, wo du den Mond, ja, deinen Seelenruf, deine Bestimmung, ja, dein, alles das, die Kraft auch von Ebbe und Flut, ja, diese Bewegung, diese Magie einfach auch anrufst, ja, und einfach sagst, okay, mein Kanal, ich stelle mich in meinen Kanal auf und bestimme jetzt selbst für mich in meinem Leben und lasse mit dem Mond quasi diesen Zyklus der Ohnmacht in mir gehen, ja, oder der Einsamkeit, weil wir die Einsamkeit hier liegen haben, in mir gehen und gehe für mich in die Heilung. Ich stelle mich an die erste Stelle, ich schaue mir an, was an Mutterthema vielleicht für mich noch drinnen liegt. Die Schlange ist für mich eine universelle weibliche Kraft auch, ja, eine Schöpferenergie eben auch, ja, und ist auch sinnbildlich für Erkenntnis und Mutter Erde, ja, für mich, ja, wo ich dann sage, okay, wo geht vielleicht ein Knoten auf, weil wir haben hier die 8, die Unendlichkeit, wo vielleicht ein Knoten drinnen war, der Knoten geht auf, damit sich das jetzt wieder neu bilden kann in einer neuen Fasson, ja, so gesehen. Was kommt dadurch?
Deine tiefsten Begehren binden dich, lass es los und kläre dadurch deinen Geist. Wunderschön. Also alles das nämlich, wo du dich noch festgehalten hast daran. Ob das jetzt ein Seelenpartnerprozess ist, ein Job, der dich nicht erfüllt, ob das, oder die Liebe generell jetzt irgendwo, wo du nicht glücklich bist mit dem Herzen, mit Freunden, mit Familie, mit sonst was, ja. Lass diese Sorge darüber los, indem du akzeptierst, dass es im Moment so ist, wie es ist, und das klärt den Geist unwahrscheinlich. Ja, also da passiert wirklich ganz, ganz viel, und ein Reifeprozess stellt sich ein, weil du jetzt für dich eintrittst, weil du diese Entscheidung für dich jetzt einfach wahrnimmst und wirklich sagst, okay, was will ich? Unabhängig von irgendjemandem anderen. Wir haben hier ein bisschen die diese Abhängigkeit oder Co-Abhängigkeit unterschwellig drin. Weiß ich nicht, wo du da stehst. Ja, ich freue mich natürlich über Kommentare. Ja, ist es eine Person? Ist es eine Situation? Ist es die in allen Bereichen? Ja, ich schaue immer für alle Bereiche, nicht nur in einem Bereich hin. Ja, und da triffst du jetzt einfach eine klare Entscheidung für dich und darfst dann sehen, und das ist das Hinzuströmende, dass dort, wo du dich umgedreht hast, noch von deiner eigenen Weisheit, ja, sich das jetzt dreht und deine eigene Weisheit mit Kraft der Ahnen zu dir kommt und du dich jetzt darin einmal ausruhen darfst, einmal deinen Geist klären darfst und jetzt erst einmal mitbekommst auch, okay, alles klar, ja, weil die Schleier lichten sich, ja, oder lüften sich, ja, und das, wo du geglaubt hast, deine Handlung ist nur in Bezug auf eine andere Person, auf einen anderen Partner, auf einen Freund, auf irgendwas, ja, das endet, das geht raus, weil du merkst, der Schlüssel muss für dich vorhanden sein und für dich mit deinen Wünschen konform sein und nicht mit dem Begehren quasi eines anderen, ja. Und das ist jetzt auch das, was du tatsächlich im Unterbewussten drinnen hast, ja, dass du manchmal noch damit haderst und das Vertrauen hast, weil du die Sinnhaftigkeit hinter manchen Prozessen noch nicht für dich verinnerlicht hast, ja. Ich glaube aber, das werden wir auch nie, ehrlicherweise. Also, wenn ich mich nach der Sinnhaftigkeit frage als Mensch, dann werde ich die Antwort nicht bekommen. Wenn ich in eine höhere Bewusstseinsstufe hineingehe und nach der Sinnhaftigkeit frage, ist sie mir klar, völlig klar, ja. Nur als Mensch gelebt sind wir hier, ja, und da sind manche Dinge unsinnig und nicht sinnvoll, ob wir das jetzt in der erhöhten Sinnhaftigkeit sehen oder nicht. Und unser menschliches Dasein sehnt sich nicht nach der erhöhten Sinnhaftigkeit, sondern sehnt sich nach einem Sinn für uns greifbar im Leben. Und da erfahren wir den meistens nicht, wenn es wirklich um traumatische Geschichten geht, ja. Und da einfach wirklich in dieses volle Vertrauen wieder einzutauchen, dass es auch nicht darum geht, dass wir alles wissen müssen, dass wir alles, dass alles einen Sinn ergeben muss für uns als Mensch, sondern dass es einfach etwas gibt, wo unsere Seele ganz genau weiß, wo sie hin will, ja. Und gerade dort nicht zu viel zu warten, zu suchen oder den Sinn dahinter versuchen zu verstehen, sondern hier einfach mit seinen eigenen Schwingen seinen Lebensweg zu gehen, mit der 7 und seiner eigenen Weisheit zu folgen. Wunder, wunder, wunderschön. Das bricht gerade in deinem Unterbewusstsein hoch. Was ist in deinem Bewusstsein hoch? Ich glaube, du hast das Gefühl, dass du manchmal schon noch ein bisschen vielleicht in den Gefühlen blockiert sein könntest oder dass es sich, wie wenn du gerade von einer Blockade rausgehen würdest, aber irgendwie war deine Blockade drinnen. Und wir haben hier schon, dass du natürlich, es ist ja schon eine Sehnsucht auch nach einer Verbundenheit drinnen, nach einer vielleicht auch übergeordneten Verbundenheit, aber vielleicht auch nach einer Community einfach, die, wo wieder mehr Gleichgesinnte mit sind, wo mehr Zug drinnen ist, wo mehr Menschen mit verbunden sind, mit denen man sich wirklich auch gut austauschen kann, angekommen sein kann, sich so fühlen darf, dass man angekommen ist, ja, das ist wirklich einfach so ein, boah, ich habe dich vermisst, der in meinem Leben ist, ja, und das wird kommen, ja, aber trau dich hier einfach jetzt mal dich anzunehmen und wirklich die positive Seite im Leben zu sehen, indem du nicht das Alte ausblendest, sondern, ja, no risk, no fun, aber 50-50, ja, wo legen wir den Fokus hin, indem du wirklich gehst mit diesem, da ist eine 50-prozentige Möglichkeit, dass es gut wird, dass es gehen kann, ja. Und da meine ich nicht, dass wir jetzt unsere Sehnsucht auf einen Menschen projizieren, sondern auf unsere wirklich tiefsten Träume, auf unsere tiefsten Gefühle, weil oft gehen wir dort nicht hin. Und das ist aber die Manifestationskraft in uns, ja. Nicht unser Kopf schafft die manifeste Geschichte, sondern eher unser Unterbewusstsein und unsere Energie, also unsere Gefühle. Und deswegen ist es so wichtig, da wieder in die Gefühle einzutauchen und dich zu trauen, hier in die Erneuerung hineinzugehen. Das ist nämlich auch der nächste Schritt aus einer Zurückhaltung heraus. Wunderschön. Also zeig dich, geh für dich. Ja, und der Rat der Hohepriesterin ist,
Fessel dich nicht in irgendeiner Unruhe, halt dich da nicht auf, sondern richte dich nach deinen größten Sternen, nach deiner größten Wunscherfüllung aus und trau dich wirklich Step by Step dorthin zu gehen, in den Neuanfang, weil das wird deine Schleier lichten und wird dir das Glück bringen, nachdem du wirklich Sehnsucht hast, im tiefsten Inneren nämlich auch. Ja, wunderschön, du lieber Schütze. Also, trau dich, leb, überwinde deine Schwierigkeiten, so wie das kleine Füchslein hier es auch gemacht hat, ja, das kleine Schützenfüchsli. Mein Roxy Foxy, der wirklich sich auch gechallenged hat und gemerkt hat, dort wo er Angst hat, bleibt er. Und er hat mich ja an der Seite und geht. Ja? Und dafür kriegt er jetzt ganz, ganz viele Geschenke und lebt einfach und hat ein schönes, erfülltes Leben. Und genau das wünsche ich dir auch. Ja? So wie ich gehe, so wie wir alle gehen. Gib nicht auf, ja, und gib vor allem dich nicht auf, ja, und halt dich selbst nicht klein, sondern lass dich wieder ganz, ganz frisch und neu und immer wieder, jeden Tag aufs Neue auf dich ein. Bis dann, Papa.